So Leute, wir sind jetzt in Garmisch angekommen. Das Wetter sieht gar nicht gut aus. Beziehungsweise ist wieder wie immer eigentlich, wenn wir hier sind, erstmal eine Suppe da oben auf den Gipfeln. Und ja, jetzt probieren wir hier gerade ein bisschen Ordnung reinzukriegen in unsere Klamotten. So sieht das hier gerade noch aus. Und ja, sonst soweit alles in Ordnung. Es gibt nur eine dicke Achillessehne bei meinem Vater, eine sehr dicke Achillessehne. Und ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie das geht, weil es funktioniert, und wollen dann erstmal starten durchs Rheintal hoch zur Rheintal-Angerhütte, übernachten da. Ich denke, das ist möglich, und dann schauen, wie es der Achillessehne geht und wie sich das Wetter entwickelt. Also Unwetterwarnung ist nicht angesagt, aber ja, ein bisschen Regen und ja, so das Übliche. Vielleicht noch ein bisschen Schnee oder sowas. Temperaturen sind zwar in Ordnung, aber Schnee liegt auf jeden Fall noch. Und wollen wir uns erstmal ein Bild davon machen. Also gleich geht's los. So Leute, es geht los. Haben die Rucksäcke jetzt komplett vollgepackt. Das ganze Gerödel und so. Ja, was denn jetzt hier? Echt, ey. Und ja, jetzt gehen wir hier zum Skistadion, dann weiter durch die Partnach. Und ja, überall bewölkt. Hauptsache, wir sind komplett aufgerödelt, gehen aber nur bis zur Bockhütte. Echt, ey. Herrlich. Ja, geil, ey. Jetzt geht's los, so langsam. Was macht die Achillessehne? Ja, ich bin gerade noch in der Chirurgie gewesen. Ich bin nochmal eben ganz schnell akut verändern. Ja, geil, so muss das sein. Ich denke mal, unterwegs haben wir ein Nothilfeset dabei. Ja, ne? Dann machen wir es ja immer selber. Genau, richtig. Einfach mal eben kurz hinten ein bisschen was abschaben vom Knochen. Genau. Das ist ein dickes Ei hinten an der Ferse. Ja, das können wir dann aufschlagen und essen, das Ei, oder? Zum Frühstück, ey. Aber ich will nur ein dünnes Ei haben. Genau, Alter. Richtig. Gar dickes. Ja. So, da sind wir schon. Olympia-Skischanze. Und ja, jetzt wird's ernst. So Leute, schlimmste Teil der Tour ist geschafft. Durch die Partnach war wieder mega Touristen an Sturm gewesen. Bleiben dann auch immer für Fotos direkt an der schmalsten Stelle in der Klamm stehen. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter hier. Ganz normalen Wanderwegen, Trekkingwegen hoch bis zur Bockhütte. Trinken wir eine Kleinigkeit und dann geht es locker von dort aus weiter zur Rheintal-Angerhütte. Also bis später. So, kurzer Zwischenstopp an der Bockhütte gehabt. Wir haben von Skistadion ungefähr gute zweieinhalb Stunden gebraucht bis hier oben. Sind ganz locker gegangen und ja, haben wir gerade abgehangen, Wiener Würstchen gegessen mit ein bisschen Brot, ein bisschen Senf. Auch ganz coole Location. Jetzt geht's hier weiter, der Partnach entlang, ins Rheintal. Und ja, das Wetter ist irgendwie ja, total durchwachsen. Vorhin hat es in Strömen geschüttet. Jetzt geht's wieder so ein bisschen, aber oben in den Bergen kriegt noch die ganze Suppe runter. Und jetzt machen wir uns ganz geschmeidig hoch auf den Weg ins Rheintal, zur Rheintal-Angerhütte, übernachten dann da
dann wollen wir mal schauen, wie es morgen ausschaut. Wie gesagt, der Schochen ist dick an der Achillessehne. Und dann mal gucken, wie es ja morgen ausschaut. Also ich sage nochmal bis gleich. So Leute, wir haben gleich die Rheintal-Angerhütte erreicht. Hier befinden wir uns nochmal einen richtig geilen Aussichtspunkt und hier unten kann man vielleicht sehen, sind diese, ja, ich kann schon fast sagen, berühmten Badestellen, wo viele Leute im Sommer sich reinlegen, wenn es besonders heiß ist. Hier haben wir das auch nochmal. Kommen sehr oft die Leute von der Rheintal-Angerhütte hier runter und legen sich dann hier rein, das geht wirklich bis nach da unten hin, mit diesen einzelnen Badequellen und ja, super Aussicht von hier oben schon. Und jetzt gibt es noch ein bisschen steil bergauf und dann sind wir gleich da. Also bis später nochmal. So Leute, letzten Meter, ihr seid live mit dabei. Anderthalb Stunden meinst du? Ja. Anderthalb Stunden von der Bockhütte gebraucht. Also gemacht. Haben uns ein bisschen Zeit gelassen, viele Fotos gemacht. Weil das ist so eine fotogene Landschaft, das ist einfach unfassbar. So viele Fotomotive, Videomotive. Da weiß man gar nicht, was man zuerst machen soll. Ein Foto, ein Video, Jacke an, Jacke aus, fängt es wieder an zu regnen. Guckt euch hier das an, ist das nicht sagenhaft? Hier geht es jetzt hoch zur Hütte. Im Hintergrund die Partner mit den Gebetsfahnen. Wir haben auch Gebetsfahnen dabei, die spannen wir nachher erstmal im Matratzenlager. Und jetzt lasse ich euch gleich ein bisschen am Hüttenleben teilhaben. Ja, willkommen im Trockenraum. Eigentlich ganz cool. Auch voll. Hier, jetzt zeig einmal deine Achillessehne. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt. Video. Oh, was für ein Ei. Mach mal den Fuß normal, nicht anwinkeln. Oh. Was für ein Apparello. So, herzlich willkommen in unserem Matratzenlager. Wie viele Betten sind das? Ich glaube 34. 34 im Matratzenlager 2, Rheintal heute. Ist da ein Schuh draußen? Schon irgendwie kultig, oder? Das ist ja super. Mit den Decken, ich die Kopfkissen. Müssen wir nachher nur eben noch den Schlafsack darüber ziehen, oder? Ja, genau, richtig. Ah, da können wir auch was verstauen. Aber das ist schon besetzt. Ja. Tun wir gleich hier drunter. Oder so. Hier. Ja. Kommt dann der Rucksack rein. Ah, sehr schön. Und Hüttenschlafsack, wird das dann bezogen alles? Ja, geil. Oh, guck mal hier, ey. Bergwacht. So, bitte.
Aufräumen. Hier kannst du auch schon. Geil, jetzt geht's los. So, bis später. Mach jetzt hier erstmal alles stark klar. Also was wichtig ist. Da ist der Stempel von der Rheintal-Angelhütte. Tada. Ja, Stempel, Bockhütte, Partnachklamm. Schon alle Stempel eingetragen. So muss das sein. Der leckere Kaiserschmarrn. Matratzenlager. Die bei uns liegen welche aus Taiwan. Richtig cool. Jetzt gerade mit den Unterhalten. Richtig lässig hier. Und so langsam wird es voller hier drin. Und gleich wird geschlafen. Ich bin auch schon fix und foxy. Bis morgen. Und wie hast du geschlafen? Geht so. Wie war der Weckruf heute Morgen? Oben im Basislager. Ja, besser, ne? Weckruf war natürlich gut. Ja. Am Basislager 4 kann man besser schlafen. Ich meinte, heute Morgen. Das Wetter auf Mount Everest ist besser als hier in der Pampe. Ist auch so. Ist wie nur am Schütten draußen. Mal rausschauen. Da hat man am K2 sogar noch besseres Wetter. Ah, jetzt erstmal hier ein bisschen frühstücken. Mein Frühstück. Joghurt, bester Geschmack. Herrlich. Das ist der Waschraum hier. Was für ein Wetter, ey. Nur am Regnen. Mann, Mann, Mann. Und, kriegst du alles rein? Ja, natürlich. Oder muss das hier bleiben? Ich glaube, ich lasse am besten alles hier. Hast auch noch Kaiserschmarrn eingepackt, ne? Frischen Kaiserschmarrn für unterwegs, ey. Richtig, sind die Blutdrucktabletten. Genau, richtig. So, gleich geht's weiter. Auf geht's! Hier ist auch das Quad von Simon. Zugspitze ausgeschildert mit 6 Stunden, Sonnenalpin 4,5, Knorte ja 2,5 Stunden. So hatten wir auch ungefähr gerechnet. Sehr schön.
So, wir befinden uns jetzt hier mehr so im Schrofengelände schon. Aber die Aussicht ist gleich null, man kann gar nichts sehen. Alles neblig und auch nach oben hin liegt alles im Nebel, in den Wolken. Mal schauen, ob es heute Vormittag ein bisschen aufzieht. Und ja, einfach mal abwarten. Natürlich denken wir positiv, aber naja, wollen wir uns aber nicht zu viel Hoffnung machen. Zeig mir deinen Killerblick. Jawohl. Also, so richtig trauen tut sie sich nicht. Ah, ne. Oh, aufpassen. Ungesichert da runter, also ich weiß nicht. Ich hätte noch einen Keks. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Oh. Es zieht ein bisschen auf da hinten. Ein bisschen. Ah, hält sich in Grenzen. Okay, weiter. Ah, geil, ey, so wie du ausgerüstet bist, denkt man auch echt, du machst hier gerade eine Everest-Expedition. Da ist die Knorrhütte. Ich kann sie sehen. Da ist der Style. Unfassbar. Sieht geil aus. Und man sieht einfach gar nichts. Nichts. Katastrophe. Ach, ey. Die Suppe da oben, ey. Breche ab. Ah. Heute angekommen. Puh. Strammer Anstieg, aber geil. Nur scheiß Geröllfeld. Jetzt gibt es auch noch hier so leichten Schneeregen, unfassbar. Das Wetter echt spinnt total. Puh. So, erstmal reingehen, kleine Brotzeit und dann geht's weiter Richtung sonnenalpine Zugspitze. Bis gleich. So Leute, Trockenraum angekommen. Von der Knorrhütte alle Sachen zum Trocknen ausgelegt. Vielleicht sieht man das durch die Softshelljacke. Alles durchgenässt, durch den Rucksack schon fast. Und ja, jetzt haben wir erstmal hier unsere Sachen abgelegt. Mach ein bisschen klar Schiff. Trockene Sachen angezogen, schon richtig arschkalt hier. Und erstmal schöne warme Suppe oder irgendwie sowas. Und dann geht's. Ja, ich denke mal so eine halbe Stunde weiter, 3,5 Stunden brauchen wir dann ungefähr bis zur Zugspitze noch. Und dann schauen, wie das Wetter ist und wie es weitergeht. Also bis dahin nochmal. In der Knorrhütte. Brust. Wie nennt sich das jetzt? Bergwasser? Berggipfelwasser? DAV, Bergwasser. Himmel der Bayern, ist klar. Mein Stempel. Sieht auch cool aus. 2052. Von der Knorrhütte hoch Richtung Sonnenalpin. Da mal schauen. Hinten wird meint, es kann sein, dass da wohl das letzte Stück gesperrt ist. Wenn noch so viel Schnee liegt, fängt es auch wieder so ein bisschen an zu schneien, so eine Art Schneeregen. Und ja, gerade noch so die letzten trockenen Klamotten aus dem Rucksack genommen und angezogen. Und ja, jetzt geht's weiter. Immer Richtung Spitze.
gerade die Waldsee. Echt? Da kommt ordentlich was runter an Lawinen. So Leute, letzten Meter. Gleich sind wir bei Sonnenalpin. Aber ich glaube, da muss man mit der Gletscherbahn hochfahren. Lawinengefahr ist einfach zu groß. Es liegt zu viel Schnee. Und wie gesagt, ich glaube, der Steig, die letzten paar hundert Höhenmeter, ist auch gesperrt noch momentan. Müssen wir uns gleich mal ein Bild von machen. Jetzt erstmal noch das Stück bis Sonnenalpin schaffen und dann erstmal die Lage checken. Bin schon fast schneeblind geworden, deswegen muss ich die Sonnenbrille aussetzen. Und ja, jetzt geht's nochmal hier ein kleines Stück. So Leute, Restaurant Sonnenalpin. Oder ist das ein Restaurant? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall mit so Self-Service. Sonnenalpin. Hier mit einem Dudler. Schön Weißwürstel. Schneid jetzt gerade die Weißwurst auf. Geil. Und Pelle. Und gut. Sehr gut. Für 58 Euro die Weißwurst. Eine Weißwurst. 58 Euro. 58,20 Euro. Schmeckt gut, ne? Ich esse nur Senf. Auch nicht schlecht. Senf und ein Dudel. So, Mahlzeit. Hier vorne siehst du nochmal schön, wo eine Lawine runterkam. Ja. Na, dann geht's jetzt halt mit der Bahn hoch. Ja. Bahn hoch und dann mit der Bahn runter. Jetzt machst du nichts. Vergessen. Katastrophe. Was ist denn mit dem Sommer jetzt hier? Katastrophe. Ich habe schon langsam die Saison. Wir wollten eigentlich hochgehen, aber wir haben drei Lawinen gesehen. Ach, okay. Schauen wir uns das. Schauen wir uns das. Ja. Ja.